Woran denkst du, wenn dir jemand sagt, er fliegt in die Philippinen? Wir haben unseren Trip gebucht und wir hatten sofort eins im Kopf. Den Insel-Vibe, traumhafte Sonnenuntergänge, glasklare Unterwasserwelten und die schönsten Strände überhaupt. Wir haben schon vor unserer Reise gehört, dass der Vibe in den Philippinen super besonders sein soll und auch ziemlich unterschiedlich zu den anderen Ländern in Südostasien. Insgesamt haben wir über 8 Wochen im Land verbracht und haben dabei verschiedene Inseln erkundet und waren auch in unterschiedlichen Teilen des Landes. Und wir können sagen, wir haben wirklich viel von den Menschen und der Kultur kennenlernen dürfen. Und wir müssen sagen, wir haben uns echt in das Land verliebt. In diesem Video erfährst du alles, was du über die Philippinen wissen musst. Wir sagen dir, welche Inseln lohnen sich, wir geben dir einen groben Routenvorschlag und du erfährst, wie viel wir für unsere Zeit in den Philippinen ausgegeben haben, sodass du danach ungefähr weißt, wie viel kostet dich so ein Urlaub. Kommen wir aber erstmal zu ein paar Fakten. Die Philippinen haben 115 Millionen Einwohner verteilt auf über 7000 Inseln. Der Entwicklungsstand der einzelnen Regionen variiert aber echt ganz schön doll. Kommen wir auch zum Visum. Für deutsche Staatsbürger braucht man kein Visum beantragen, beziehungsweise kann man Visum on Arrival beantragen. Im Internet steht zwar, dass das was kostet, aber es ist für die ersten 30 Tage kostenlos und dann kann man direkt am Flughafen auch nochmal verlängern auf weitere 29 Tage. Ich denke aber, für die meisten Reisenden sollten diese 30 Tage Visa on Arrival am Flughafen reichen. Was ihr aber auf jeden Fall braucht, ist ein Ausreiseticket. Das war das erste Land auf unserer gesamten Reise, was das unbedingt sehen wollte und wir mussten dann am Schalter noch eins kaufen. Wir haben uns dann schnell ein Onboard-Ticket gekauft. Das ist quasi einfach nur eine Sitzplatzreservierung, aber man bekommt ein ordentliches Check-in-Ticket. Falls ihr also auch schnell noch nach einer Lösung suchen müsst, dann können wir euch das auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir auch zur besten Reisezeit und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Philippinen ziemlich breit ausgedehnt sind und dadurch in verschiedenen Klima- bzw. Regenzeiten liegen. Und generell kann man sagen, von Juni bis Oktober ist Regenzeit und dort kommt es auch öfters mal zu Taifunen mit ziemlich krassen Windgeschwindigkeiten und auch Tropenstürmen. Wir waren noch in der Regenzeit in den Philippinen und wir haben dieses schlechte Wetter auf jeden Fall auch mitbekommen. Von November bis Mai ist das Wetter auf jeden Fall besser und die beste Reisezeit ist so Januar bis März. Die Währung in den Philippinen heißt Pesos und 1 Euro sind 60 Pesos. In vielen Restaurants kann man auch Karte zahlen oder mit so Online-Banking-Apps zahlen, aber in manchen geht eben auch nur Barzahlung. Auf jeden Fall müsst ihr euch welche abheben. Die Abhebung kostet aber leider ca. 4 Euro Gebühr jedes Mal und man kann maximal 160 Euro abheben. Das kann also ganz schön teuer werden und wir würden euch deshalb empfehlen, wirklich immer nachzufragen, ob man Karte zahlen kann, um einfach unnötiges Geld nicht ausgeben zu müssen. Insgesamt sind die Philippinen auch ziemlich spanisch beeinflusst, weil sie 333 Jahre lang spanische Kolonie waren. So ist auch die Hauptreligion das Christentum, anders als im restlichen Teil von Südostasien zum Beispiel. Die offizielle Sprache im Land ist der Dialekt Tagalog. Es gibt noch einen zweiten Dialekt, Bisaya, der wird auf ein paar Inseln gesprochen, aber die zweite Amtssprache ist Englisch. Das heißt, eigentlich kann jeder ziemlich gutes Englisch sprechen und ihr kommt damit sehr weit. Das war für uns auf jeden Fall ein echtes Highlight, weil wirklich so, so viele Leute Englisch sprechen, also auch die Älteren, und dadurch kann man einfach noch viel besser mit den Leuten ins Gespräch kommen und die Kultur kennenlernen. Die Reisedauer. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil es gibt halt unheimlich viele Inseln zu sehen. Wir würden euch empfehlen, mindestens 3 Wochen zu bleiben, weil das auch einfach teuer ist, auf die Philippinen zu kommen. Und euch wird auf jeden Fall nicht langweilig und ihr könnt auch definitiv deutlich länger bleiben. Wir waren insgesamt 8 Wochen auf den Philippinen und bei uns stehen immer noch einige Punkte auf der Bucketlist und wir werden auf jeden Fall irgendwann mal wieder in die Philippinen zurückreisen und die abhaken. Kommen wir zu der Frage, mit was bucht ihr am besten euren Philippinenurlaub, und für Hotels können wir euch agoda.com empfehlen. Wir sind teilweise auch in die Hotels gegangen und haben gefragt, was die Übernachtungen kosten, wenn wir sie direkt vor Ort buchen, und die haben uns dann gesagt, bucht lieber bei Agoda, da sind die Preise günstiger. Wenn es ums Thema Transport geht, dann nutzt die Seite 12GoAsia. Dort findet ihr eigentlich die meisten Van-Verbindungen, könnt direkt buchen. Und wenn ihr mal Fähren dort findet, die ihr nicht direkt buchen könnt, dann geht auf die Webseiten der Fähranbieter selbst. Achtet bei den Fähren gerade darauf, dass ihr das ein bisschen im Voraus bucht, also mindestens 36 oder 48 Stunden vorher, weil meistens sperren die dann den Zugang ab 24 Stunden vor Reisestart. Kommen wir noch mal ganz kurz auf die Menschen in den Philippinen zu sprechen. Und wir müssen sagen, dass wir richtig begeistert waren. Wir haben so viele coole Locals kennengelernt, kamen mit so vielen Menschen ins Gespräch, haben so viel gelernt und wurden so herzlich aufgenommen. Es war echt Wahnsinn. Die Philippinen haben da nicht den besten Ruf und es ist sicher in manchen Teilen auch berechtigt. Nichtsdestotrotz haben wir uns unheimlich sicher gefühlt in dem Land.
außer in Manila. Aber dazu gibt es ja auch ein extra Video, guckt es euch an, wenn ihr möchtet. Let's go mit den einzelnen Highlights. Wir fangen mal mit ein paar Bekannten an und gehen dann über zu den weniger bekannten Highlights. Und das erste Highlight ist auch gleich Palawan. Die beiden bekanntesten Gebiete auf Palawan sind Coron und El Nido. Die haben auch bei den einzelnen Flughafen Inlandsflüge dahin, sind aber ganz schön teuer. Deswegen ist Puerto Princesa das Tor zu Palawan. Jonathan wollte, dass ich das sage. In Puerto Princesa gibt es auf jeden Fall einen sehr berühmten Underground River. Der zählt als Naturweltwunder. Der Titel wurde sich aber angeblich gekauft. Wir waren nicht da, Freunde von uns waren da und ich glaube, es gibt so gespaltene Meinungen, ob sich das Ganze lohnt oder nicht. Wenn man also keine Zeit hat, kann man das wahrscheinlich auch skippen. Die größten Highlights El Nido und Coron sollen an sich relativ ähnlich sein. Absolut krasse Unterwasserwelt, Kalksteinfelsen, die hunderte Meter hochragen aus dem Wasser und einfach so dieses Inselparadies, was man sich unter den Philippinen vorstellt. El Nido dabei ist eher die touristischere, teure Seite, wo man auch ein bisschen Nachtleben hat, und Coron soll schon sehr viel untouristischer sein, sehr viel günstiger und viel lokaler, ist aber halt auch eben schwerer zu erreichen. Wenn ihr Coron anschauen möchtet, müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen Geld für die Anreise und ein bisschen Zeit einplanen. Deswegen können wir euch empfehlen, auf jeden Fall 3 Nächte da zu bleiben. Wir waren persönlich nur in El Nido und das hat auch gereicht. Je nachdem, wie viele Island-Hopping-Touren ihr da machen wollt, würden wir euch zwischen 3 und 4 Nächten für El Nido empfehlen. Unser absolutes Palawan-Highlight und nicht ganz so bekannt ist Port Barton. Das ist ein kleines Fischerdorf mit wirklich nicht so vielen Einwohnern, mitten in einer Bucht, und es gibt einfach einen wunderschönen Strand, schöne Sonnenuntergänge, günstigen Alkohol und auch nochmal eine schöne Island-Hopping-Tour, die man auf jeden Fall machen kann. Eigentlich reichen 2 Nächte sicherlich aus, um viel zu sehen von der Region, aber wenn man ein bisschen chillen möchte, dann kann man auch 3 oder 4 Nächte draus machen. Wenn ihr es eurer Zeit in El Nido oder Port Barton in kurzer Zeit möglichst viel rausholen wollt, dann haben wir hier etwas Besonderes für euch. Wir haben für diese Spots und viele weitere Spots interaktive Maps erstellt mit all unseren Empfehlungen für Restaurants, Fotospots, Strände und Aussichtspunkte und vielen mehr. Für all unsere Highlights haben wir dann unsere Bilder eingefügt. Es gibt einen kleinen Infotext und natürlich Preisangaben. In Port Barton haben wir ganze 2 Wochen verbracht mit Spaniern, die dort leben. Das heißt, wir haben einige Geheimtipps gefunden für Rum, Cola, Bier und Erdnüsse für nur 1,20 Euro. Ach ja, und in erster Reihe am Strand. Und natürlich viele weitere Geheimspots. Wenn das für euch interessant klingt, dann schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Eine immer beliebter werdende Insel ist Balabac, die ist im Süden von Palawan. Und da kommt man vor allem mit Touren hin. Und es wird auch empfohlen, eine Tour zu machen, weil das Gebiet schon ein bisschen gefährlich sein soll. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Boracay. Boracay ist der wahrscheinlich größte Touri-Hotspot auf den Philippinen. Von den Locals wurde uns gesagt, dass hier ein Hotelkomplex an dem anderen steht, und es muss wohl so sein wie so die Türkei. Für uns kam es einfach nicht in Frage, dahin zu kommen, gerade weil es auch dadurch echt teuer sein soll. Aber für viele ist es auf jeden Fall ein sehr beliebtes Reiseziel und es soll auch wirklich wunderschöne Strände geben, wie man sie sich halt so von den Philippinen vorstellt. Falls ihr also auf Nightlife steht und auf wirklichen Strandurlaub, dann ist Boracay wahrscheinlich schon die Insel für euch. Kommen wir nun zum Zentrum der Philippinen. Dort liegen die Inseln Bohol, Cebu, Malapascua und Siquijor. Wir waren auf allen der Inseln und wir lieben alle davon, aber die sind einfach total unterschiedlich, weshalb man keine allgemeingültige Empfehlung geben kann, wer wohin reisen sollte. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass jede der Inseln für einen anderen Typ von Urlaubern perfekt ist. Deswegen guckt einfach mal im anderen Video vorbei, dort findet ihr heraus, welche Insel für euch perfekt ist. Auch für diese 4 Inseln haben wir unsere interaktiven Karten erstellt, die ihr runterladen könnt und in Google Maps dann habt. Das ist super praktisch, weil das Internet ist auf manchen Inseln davon richtig schlecht. Das sind unsere umfangreichsten Karten mit über 150 Pins und einem Reiseguide, der über 30 Seiten hat. Da gibt es dann auch so einen Reiseplan für verschiedene Tage, wie ihr am besten Sehenswürdigkeiten und unterschiedliche Restaurants kombiniert. Also guckt sie euch unbedingt an. Kommen wir zu Siargao. Siargao soll auf jeden Fall das Inselparadies schlechthin sein und gilt auch so ein bisschen als Bali 2.0, weil es einfach mittlerweile richtig viele schöne kleine Cafés und Restaurants gibt und auch ein absolutes Surfer-Highlight ist. In Siargao liegt einer der berühmtesten Surfspots der Welt, nämlich Cloud9. Uns haben super viele Leute empfohlen, nach Siargao zu fliegen. Uns war es leider ein bisschen zu teuer, aber wie ihr das Ganze gut einbindet, sagen wir euch gleich nochmal in unserer Reiseroutenempfehlung. Für uns ist es auch wichtig, in einem Land die weniger touristischen Highlights zu sehen, um einfach noch mehr in die Kultur
Kultur einzutauchen. Hier können wir euch auf jeden Fall Baguio empfehlen. Das ist eine Stadt so circa 6 Stunden mit dem Bus von Manila entfernt, in den Norden hoch. Sie ist mitten in den Bergen. Die Entwicklungsverhältnisse sind schon auch echt nochmal anders, aber es ist super spannend. Auf jeden Fall eine faszinierende Stadt, in der man auch mal halten kann. Der Norden der Philippinen hat allgemein super viel zu bieten, ist aber bisher einfach komplett untouristisch. Das heißt, wer etwas von den Philippinen sehen möchte, was vielleicht keiner sieht, kann hier auf jeden Fall noch ein bisschen was entdecken. Ein ganz kurzer Hinweis, den wir auf jeden Fall hier auch noch loswerden wollen. Die Philippinen gelten teilweise auch schon echt als gefährlich. Im Besonderen alles, was unter dem 9. Breitengrad ist. Also alles im Süden der Philippinen, Davao und Mindanao soll man so zum Beispiel komplett meiden. Und auch Balabac zählt da dazu, weswegen eben empfohlen wird, Touren zu machen. Das Problem ist, dass es hier einfach noch Piraterie gibt und viele Raubüberfälle, vor denen man sich halt einfach schützen sollte als Tourist. Wir haben in 2 Monaten Philippinen keine schlechte Erfahrung gemacht, aber wir waren auch nicht in den Gebieten und können euch auch eben nicht empfehlen, dorthin zu reisen. Kommen wir zur Reiseroute, die wir euch empfehlen könnten für einen circa 3-wöchigen Philippinenurlaub. Wir würden sagen, fliegt als erstes von Manila nach Siargao, weil so spart ihr euch einen Zwischenflug, den ihr bräuchtet, um ansonsten nach Siargao zu kommen. Bleibt ein paar Tage in Siargao, genießt dort die Strände, die Mangrovenwälder und einfach so dieses Inselflair. Von Siargao aus könnt ihr relativ gut weiterfliegen nach Cebu und dort sind ja die 4 Inseln in der Nähe, die wir vorhin genannt haben. Da müsst ihr selber überlegen, welche Insel für euch die richtige ist. Wir können euch auf jeden Fall Bohol und Malapascua am meisten empfehlen. Dort hat es uns am besten gefallen. Für die Region würden wir euch schon einige Nächte empfehlen, sage ich mal 7 oder 8 Nächte vielleicht, um einfach überall entspannen zu können und jetzt keinen Stress zu haben. Wenn ihr 3 Wochen Zeit in den Philippinen habt und in Siargao und im Zentrum wart, dann habt ihr noch so 7 oder 8 Tage übrig und dann müsst ihr auf jeden Fall noch nach Palawan fliegen. Und dort habt ihr die Ziele Balabac, El Nido, Port Baton und Coron zur Auswahl, wo ihr euch entscheiden müsst, wo ihr hin wollt. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, bleibt mindestens 3 Nächte in El Nido, dann könnt ihr euch noch aussuchen, wo ihr sonst hinfahrt. Wir würden euch Port Baton empfehlen, wir haben die Zeit dort wirklich, wirklich genossen und es ist so ein richtig, richtig schöner Küstenort. Solltet ihr sogar 4 Wochen in den Philippinen sein, dann würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, nochmal nach Baguio zu fahren, weil das wirklich eine ganz besondere und komplett andere Erfahrung ist als der Rest des Landes. Abgesehen davon würden wir sagen, ihr könnt auch an jeder Destination noch eine Nacht länger bleiben, um einfach ein bisschen weniger Stress zu haben und noch tiefer in die Region eintauchen zu können. Kommen wir final noch zu unseren Reisekosten. Wir müssen sagen, die Philippinen waren auf jeden Fall günstiger als erwartet, weil wir von vielen YouTube-Videos gesehen haben, dass es für andere Reisende einfach unglaublich teuer war. Wir waren 61 Tage auf den Philippinen, waren aber meistens so 7 bis 10 Tage an einem Ort, also schon ein bisschen länger, als man wahrscheinlich im Urlaub da bleiben würde. Aber wir können euch sagen, die Philippinen sind auf jeden Fall nicht übertrieben teuer. Zugegebenermaßen, die Unterkünfte sind schon ein bisschen teurer. Wir haben für unser Budget unseren Lebensstandard ein bisschen runterfahren müssen, wo wir in anderen Ländern oder Regionen wie Bali zum Beispiel eine AC für 15 Euro die Nacht kriegen, hatten wir da eben nur ein Fanroom. Wir haben 10 Tage in einem Workaway in Port Baton verbracht. Da haben wir Unterkunft und Frühstück umsonst bekommen, was auch noch mal ein bisschen Geld gespart hat. Außerdem waren Jonathans Eltern 10 Tage da. Mit denen haben wir so ein bisschen dieses Luxus-Urlaubsleben gelebt. Mit den 20 gesparten Nächten durch das Workaway und Jonathans Eltern haben wir für Unterkünfte insgesamt 472,56 ausgegeben. Das sind ca. 13,50 pro Nacht für uns beide zusammen, aber wie gesagt nur in einem Fanroom. Also mit Ventilator ohne AC. Mit Abstand, unser größter Kostenpunkt war auf jeden Fall Auswärtsessen mit 643,17 €. Das sind jeden Tag 5,27 Euro pro Person. Und wir finden das aber tatsächlich echt gut, weil wir wirklich jeden Tag zu fast jeder Mahlzeit Auswärtsessen waren. Und wir haben immer Eis gegessen. Für Transportkosten haben wir insgesamt 688,63 € ausgegeben. Das inkludiert Flugzeuge, Fähren, Scooterrente und auch Taxifahrten. Der Transport auf den Philippinen ist ziemlich, ziemlich teuer, weil man einfach viel hin und her reist, um von Insel zu Insel zu kommen. Und das ist echt nicht so günstig. Für Freizeitaktivitäten haben wir insgesamt 681,36 € ausgegeben. Da war nur eine Island-Hopping-Tour dabei, ein bisschen Alkohol trinken und tauchen für 580 €. Wenn ihr selber Urlaub in den Philippinen macht, dann müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr, zumindest fürs Island Hopping, einrechnen, weil ihr mehrere Touren machen werdet und die sind leider auch nicht ganz günstig. Aber dafür spart ihr wahrscheinlich an anderen Ecken, wie zum Beispiel am Visum, denn dort haben wir 211 € ausgegeben. Wir haben da leider einen dummen Fehler gemacht, haben unser Visum 2-mal verlängert und das hat uns über 100 € gekostet. Für alles andere haben wir 226,94 € ausgegeben. Das inkludiert Wäsche waschen, SIM-Karten, Geldabhebegebühren und Einkaufen.
Kommen wir abschließend noch zu unserer Gesamtsumme. Wir haben insgesamt 2.929 Euro ausgegeben für die 61 Tage in den Philippinen. Das sind 48 Euro pro Tag für uns beide zusammen. Und damit 24 Euro pro Person. Ich glaube, als Urlauber muss man schon mehr Geld einplanen, einfach weil man noch mehr Touren macht. Aber wir wollen in unseren Kosten ja auch tauchen, was schon echt richtig, richtig teuer ist. Und wir finden den Preis komplett fair dafür, dass halt über 500 Euro Tauchgebühr nochmal mit drin sind. Wie am Anfang schon gesagt, haben wir von richtig vielen Leuten gehört, dass die Philippinen wirklich ein besonderes Reiseziel sein soll. Anders als viele andere Länder in Südostasien. Genau das können wir so bestätigen. Es ist einfach unvergleichbar. Jede Insel ist wirklich traumhaft schön. Und irgendwie ist halt einfach nichts wie das andere. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die man erleben kann. Und falls ihr überlegt, in die Philippinen zu fliegen, dann bucht die Flüge, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video, da kommen uns unsere Freunde besuchen. Wir haben eine ganze Menge geplant und sie wissen absolut gar nichts. Das wird richtig krass. Bis dahin, ciao.